Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Payday the Haste. Wieder mit dem Gamer Wood. Natürlich ist er nicht alleine, er hat wieder mich dabei, den Gamer Wood. Wie gesagt, wieder das alleine. Und auch dieses Mal werden wir sehr, sehr viel Spaß wieder miteinander haben. Und hoffentlich in einen Durchlauf. Das war ja die letzte Runde, der erste Versuch wieder ins Spiel reinzukommen. Wie gesagt, wir haben davor keine Proberunde gemacht. Wir ich haben schon, einfach deswegen wusste ich, dass man nicht markieren blind kann. Ja, ich nicht. Deswegen bin ich da quasi blind einfach in die Runde reinmarschiert. Och, ich will markieren. Oh, ich habe Maske aus Versehen auf. Ja, und ich habe halt direkt, weil ich ja heute Morgen noch Payday 1 ein bisschen gesuchtet habe, weil Level muss wieder hoch, Payday 2 gesuchtet habe, weil Level muss wieder hoch. Genau. Seit Level-Erneuerung. An jeden, der es noch nicht weiß, Payday 2 hat eine Level-Erweiterung gekriegt, bis Stufe genau, 100. Genau, bis Stufe 100 und ich bin jetzt, 150 sogar, und ich bin jetzt bei Stufe 6. Heißt, ich habe momentan 26 und fast 27. 74 berüchtigt Stufen brauche noch. Ja, fast nur noch 73. Passt. Ja. Ich bin wirklich wieder ganz kurz davor. Ich werde das wieder in einem Rutsch durchjuckeln und werde da wieder alle Level raushauen. Ja, nur, ich habe... Im Bildschirm ich starte ich schon. Genau. Mal. Wir können ja währenddessen weiterlabern. Die Idioten. Ich wollte und zwar habe ich mir davor eine ganz lange Zeit kein Payday gespielt und habe vorm Zurücksetzen nicht drauf geachtet mehr, welches Perk-Deck hatte ich für was, für eine Klasse und alles und wie waren meine Klassen aufgebaut. Zum Glück sind die meisten meiner Klassen gespeichert, allerdings nicht mit den passenden Perk-Decks dazu. Ready to slurp? Was heißt, warte, ich überleg gerade, ja, ich nehme mal die Karabiner, die Runde, kann losgehen. Okay. Ich versuche auch relativ gut durchzuwechseln mit den Waffen, also lasst mir aber nicht das so, wie ich spiele, bitte. Ja, das Witzige ist, es gibt bei Payday eigentlich für jede Mission so eine Optimalwaffe. So, jetzt wurden wir gerade von einem Teammate verraten. Ups, das habe ich aus Versehen bei der. Ein Not-Player-Charakter, um genau zu sein. Ja, was ich schade finde. Weil Payday 2 hat so viele Charaktere. Ah, Digga, was machen wir eigentlich? Wir wissen, was zu tun ist. Das ist die pure Rush-Mission. Genau. Pistole in die Hand und durch. Und Bunnyhop nicht vergessen. Ja, wenn ihr euch wundert, wenn wir gut sind, sind wir nicht mal 10 Minuten hiermit fertig. Mit viel Glück. Und wie gesagt, wir spielen auf normal, das möchte ich nochmal ganz stark betonen. Weil ich halt, wie gesagt, einfach nur die Aufnahmen von dem Let's Play haben möchte. Wir machen ich habe meine Kippe 100%. Währenddessen in der Hand, deswegen auch nicht wundern, wenn mein Bunnyhoppen-Karten ein bisschen bescheiden aussieht. Sieht doch eh keiner, oder nimmst du auch auf? Nee, aber ich werde ab der nächsten Mission selber aufnehmen. Die ersten beiden werden wir dann halt noch bei mir nochmal nachreichen. Alter, bin ich nur noch Beschuss. Gut, jetzt heißt es. Nein, der Nebenweg ist leider gerade nicht offen. Ich werde mir. Was ist los? Ach, hier liegt nur schon ein bisschen herum. Ach so. Schaffen die Bots zu dir? Ich weiß es nicht, ich warte darauf gerade. Ah, anscheinend ja nicht. 4, 3, 2, 1. Ich lieg. Ich erlag meinen. Sorry, ich muss die Bullen mir gerade vom Leib. Ja. Okay, Leute, da machen wir ganz einfach, bevor es hier. Ich würde gerade sagen, in 20 Sekunden die beiden Bots bei mir. Ohne Bots spielen ist irgendwie immer sinnvoller. Glaubt uns Leute, egal was ihr für ein Spiel spielt, von Payday, die Bots sind sinnlos. So.
Online-Spiel. Wir müssen das eben nochmal ganz kurz einrichten. Das ist alles richtig. Und Lobby erstellen. So. Dann warte ich ganz kurz auf meinen guten Kollegen. Jetzt sieht auch mal, was im Hintergrund schon mal so ein bisschen passiert, wenn wir zur nächsten Mission wechseln. Auch so ein schönes Übersicht. Ja gut, wenn wir jetzt sowieso gleich mal neu starten, warte. Ich hab's ja nicht so schwierig mit dem Aufnahme. Wir sind ja ich hab's nicht so schwierig mit meinem Aufnahmeprogramm. Ah ja, stimmt. Er nimmt ja direkt Windows. Ich nutze direkt Windows dafür. Wenn es dann auch vernünftig aufnimmt. Bei mir habe ich ja immer Ton so. Und ähnliches. Ich habe damit bisher keine Probleme. I don't know why. Aber das sollte vorbei sein, wenn ich eine RTX besitze, denke ich mal. Okay. So, und hallihallo und herzlich willkommen auch bei mir zu Payday the Haze. Hi. Ja, nach langer Planung endlich funktioniert es mit meinem lieben Freund Clarius. Yep. Und ganz kurz, es kommt bei ihm die Mission, die erste Mission wird noch nachgereicht. Ja, nicht wundern bei seinem Kanal, also... Wer es bei mir guckt, hat die richtige Reihenfolge. Wer bei ihm guckt, ist wahrscheinlich umgekehrt. Oder er wartet einfach, bis wir die nochmal machen. Gleich. Ja, oder ich weiß schon, wie wir es machen. Wir capturen einfach die erste Folge von dir auf mich rüber noch mit. Nee, wir machen einfach die Mission nochmal bei dir. Also, wir machen die gleich nochmal dann für dich. Genau. Okay. Oder eher gesagt als letztes. Okay, wir können auf jeden Fall starten. Ja, gut, ja. Ja, dann starten wir. Gut. Okay, Leute, sorry, aber das Chaos ist ein bisschen vorprogrammiert hier bei. Achso, und so. Schöner Nebenfakt nochmal zu Payday 1 und Payday 2. Der Unterschied hier ist, Payday 1 lädt nicht den Ladebalken rückwärts. Okay. Kleiner Bug von Payday 2, dass er manchmal das 90, der Ladebalken einfach nicht 80, funktioniert. 70, 80, 70. Oder es steht, der Ladebalken ist schon komplett fertig. Aber du hast noch gar nicht teilgenommen an der Lobby. Oder sowas, ja. Es ist. Ja, außerdem haben wir ja gerade eben den scheiß Fehler gemacht. Wir sind erst stehen geblieben, haben auf Kopf geschossen. Was das Ganze wesentlich dämlicher macht. Bunny Hop ohne Ende. Hast du dich echt zweimal treffen lassen? Ja, bisschen Bunny hoppen, bisschen Sport machen. Okay, hier muss man sich aber tatsächlich ein bisschen den Weg frei. Hier, ab hier müssen wir uns jetzt durchschießen. Das war, glaube ich, immer so die Stelle, wo man sich ein bisschen... Könntest du mal ganz kurz helfen? Mehr links ist noch einer, der auf mich schießt. Oh. Man kann nicht mehr schießen. Macht nichts. Wir können aber hier hinten. Kommt her. Ich bin auf dem Weg zu dir. Durchs Brett und dann weiter. Und vorhin gab es in PD1 noch keine Granaten, Leute. Fuck, Rückkopplung von irgendwelchen Handy-Sounds. Ist bei dir irgendjemand mit dem Handy? Nein. Wobei, ich glaube, das war es für dich. Kann ich noch. So. Ja, sorry, der Zivilist ist vor mich gerannt. Huch.
Geht doch. Okay, jetzt haben wir es diesmal besser geschafft, Leute. Ach verdammt, ich hatte das Handy von mir aufs Kabel gelegt. Auf das Kabel von der Maus. So. Was war Medivac hier bei mir? Ah, Scheinwerfer. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, dich hier hochzuholen. Doch, schaff du. Unterschätze nicht PD1 die Heilgeschwindigkeit. Ich stehe ganz blöd hier zum Heilen. Oh, waren wir gut damals, ne? Ich sag's nur nochmal. Okay, wir sind da. Wann habe ich damals gut mit der Maus geschossen? Das vor allem auch, ja. Okay, wo war das Gasolin nochmal? Überall verteilt. Ach, und man muss auch nicht mehr drauf schießen. Genau, das war auch noch eine Änderung, die im PD2 gab. Dass man da drauf schießen musste danach. Nach dem Legen, meine ich, Leute. Hm. Oh, ey. Ich hasse es. Ich habe keinen richtigen PC-Tisch momentan. Achso, Leute, sorry, falls ich das nicht erwähnt habe, aber er spielt gerade auf einem Stuhl und, glaube ich, Couch als Tischersatz? Nein, Tischersatz ist mein Fernsehdesk, was unter meinem Fernseher steht. Und das ist halt leider ein bisschen flach. Oh Mann, der Bulldozer hat mich erwischt. Okay. Ja Leute, solange wir noch an Payday 1 dran sind, werde ich mit Maus und Tastatur spielen. Das heißt, ich werde mit Krampf für Krampf für Krampf spielen, ist mir Latte. Ja, er regt sich gerade echt ein bisschen darüber auf, Leute, sorry. Auch komisch mit zwei Communities zu reden, Leute, also das möchte ich auch nochmal erwähnen. Ja, genau. Ihr hört ja alles, Windows ist bei mir relativ gut eingestellt, was sowas angeht. Nee, was ich meine, ich rede ja mit deiner Community, während du mit meiner redest und umgekehrt. Ja. Hier. Ah, 7 Minuten sind schon bei mir. Bei mir sind schon etwas mehr als 7 Minuten, weil es vorhin ja leider dann Lauf schief gelaufen ist. Das seht ihr jetzt nicht bei ihm, aber bei mir könnt ihr das dann nochmal nachvollziehen. Ja, ich weiß, er muss wieder den Polizisten abschießen, die noch nicht mal auf der Karte sind. Weil er es nicht abwarten kann. Sorry, ich habe halt eine Sniper-Position von hier oben. Nein, ich meinte gerade mich. Ich bin gerade an einem Zaun Bunnyhoppen gewesen, um die Gegner dahinter abzuknallen. Ja. Ich will so gerne Granaten werfen, das geht ja gar nicht. Munition? Später. Was? Jetzt heißt er erstmal latschen. Gut, dann muss ich halt ohne Munition latschen. Hast du jetzt alles um leer? 5 Schuss bleiben mir. Hast du alles leer geballert?
Naja, ich sammle beim Laufen. Du hast noch mehr als eine Waffe. Das meine ich. Ja, die sind alle leer. Ich hab's auch in meiner Pistole verschloss. Könnte sein, dass ich jetzt gleich liege, eventuell. Oh, ja, ich werde liegen, ich werde liegen. Ja, ich liege. Hier drüben. Hier, hallo. Hey, ich dachte, das will dir gerade helfen. Nein, das war... Er hat gerade dem Bot Wolf geholfen. Siehst du? Schon wieder. Er hilft dem Bot Wolf. Warum auch immer. Total intelligent, er hilft halt dem Bot anstatt dem NPC. Anstatt dem Spieler, meine ich. Ja, das ist beschissen an dem Bot. Sie sollen unterstützend sein. Ich bewege vorwärts. So, jetzt kann ich Munition legen. Weil schon noch der Rest des Levels. Der Rest von der Runde müsste sehr schnell gehen, wenn wir Glück haben. Wenn ich es schaffe, renne ich kurz zum Medipack. Semi-praktisch eigentlich. Hier hinten, auf der anderen Seite. Ja, riskierst. Hast du Dennis oder Wolf bei dir? Nein. Jetzt sind sie kurz bei mir. Okay. Yo, Chains! Hey, komm mit mir! Wolfmann! Hey, komm mit mir! Hey, komm mit mir! Sniper habe ich schon. Warum ist eine große Party? Da muss man erstmal wieder drauf klarkommen, Leute, wenn man es lange nicht gespielt hat. Egal, lass uns den Typen nehmen und gleich losbrennen. Alter, das ist doch nicht dein Ernst.
Na klar. Hallo! Er wollte mir nicht anzeigen, dich wieder zu beleben. Okay. Ey, ich hab doch normal eingestellt und nicht Todeswunsch. Schild doch mal euren Nuggets. Achso, Sturmangriff, das tut. Hilf mir, hilf mir, hilf mir! Hinter dir! Ja gut, Leute, der Cloaker dachte sich gerade nein. Dann wird diese Folge doch ein kleines Tickchen länger, als wir erwartet haben. Vielleicht sogar in zwei gesplittet, Leute. Das erfahren wir jetzt gleich erst. Das ist doch... Wir müssen erstmal wieder reinkommen, Leute, es tut uns leid. Ja. Ich muss mal gerade überlegen, habe ich irgendwas für eine gescheite Mausunterlage, was ich auf den Schoß oder sowas legen kann. Oh. Ja, Leute, es geht sofort weiter. Aber wirklich sofort. Und zwar... Es könnte sein, dass ich aber auch eine Aufnahmepause gleich brauche nach der Runde, dass wir uns kurz nochmal akklimatisieren können. Ja, definitiv nach der Runde. Okay, jetzt müssen wir uns aber auch wirklich dann hier am Anfang komplett die Polizei wegholen da, ne? Wir dürfen eigentlich kaum Schaden nehmen. Unsere Bots sind immer noch hinten. Hast du gerade gesehen, den Bullen, wie der weggeflogen ist? Hm, ich hatte auch von einem, der so einen Freeman gemacht hat. Warum steht hier ein Schild dabei? Um uns zu blockieren. Ganz einfache Antwort. Ja,
Ich werde schon, mir wird geholfen. Ich habe ganz wenig Heilung, wir müssen da hinten. Ja gut, wo läufst du hin? Ich wollte eigentlich ein bisschen in Deckung, weil wir haben dort vorne keine Deckung. Von der anderen Seite. Ja, aber hier war doch gerade safe alles. Okay Leute, das heißt leider geht's mal wieder in eine Katastrophenfolge. Sowas bleibt. Das wird noch, das wird noch. Ja, aber ich bin jetzt schon bei 25 Minuten und dass wir es in 5 Minuten beenden, ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Darauf beziehe ich mich jetzt gerade. Deswegen ist Katastrophenfolge in Relativität zu sehen. Diese Köpflichkeit. Okay, hier ist Schlicker. Also ich habe nicht mehr gut, genau. Und cool. Warum bin ich hinterher gerannt gerade? Keine Ahnung. Frag dich selber. Gut, Leute. Ist das nicht? Dann ist es tatsächlich mal eine Katastrophenfolge, Leute. Es passiert halt mal. Dann würde ich sagen, ja. Danke fürs Zuschauen, auf jeden Fall danke fürs Dranbleiben. Und wir sehen und hören uns einfach im nächsten Part wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Ja, bis zum nächsten Mal. Und ciao.